Und ich glaube, ich mache einen Dreier-Eingang. Also richtig schön breit. So. Ist ja eine Politik der offenen Tür sozusagen. Aber ist halt auch eine Taverne. Da musst du ja, da kannst du ja nicht mit so einem einen Eingang, oder? Das sieht doch, ist doch ein bisschen lausig. Und das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Kann ich da nicht? Ach, ich habe natürlich, ich habe keine Koppeltreppen dabei. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt muss ich den ganzen Boden noch rausreißen. Ach, ein Traum. Huch. Nehmen wir natürlich mit. Gar keine Frage. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Jeder liebt Kohle. Manche Leute verkaufen ihre Mutter für Kohle. So. La, la, la. Und... Na toll. La. La. Sag mal nicht, ich habe jetzt keine Kobbels mehr. Dann hau ich aber jemanden. Aber wir kriegen ja hier offenbar noch genug, wie es aussieht. Ich sammle mal ganz kurz. Blub, 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 blub. Hier auch nochmal ganz kurz. Blub, 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 blub. Warte mal. Ach, Alter, was ist denn los? Mein Ohr juckt mich die ganze Zeit zu Tode. Das liegt, glaube ich, daran. Ich muss ja mal das Fenster zumachen. Nicht, dass die Nachbarn wieder sonst was denken. Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass dann hier irgendwie lauter Viehzeugs immer reinfliegt. Was es wahrscheinlich auch tut. So. Den Boden raus, den Boden raus. Dann hole ich meinen Oktopoden raus, natürlich. Huch. Okay, das ist ein bisschen größer hier. Das wird alles ein bisschen länger dauern, aber das macht nichts. Hier jetzt nochmal ganz schnell alles weggeklatscht. Was ist das denn für schräge Musik? Also ganz geheuer ist mir die Playlist im Nachhinein doch nicht. Aber ich muss zugeben, bei 500 Titeln habe ich mir nicht jede Sekunde angehört. Ich habe dann aber ziemlich am Anfang entschieden und so durchgeskippt und überlegt, ja, das könnte was sein, das könnte was sein. Ich glaube, da gehe ich dann wieder auch nach unten so ein bisschen, ne? Da mache ich jetzt wieder mit Slaps was. Aber da muss ich natürlich, So, dann brauchen wir hier auf jeden Fall... Und hier natürlich auch. So. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das am Ende hier aussehen wird. Da bin ich mir nämlich momentan noch gar nicht so sicher. Eigentlich hat man in so einer Kaschemme ja immer einen Holzboden, aber da verzichten wir ja mal bewusst drauf. So, wupp, wupp. Erstmal wieder Steine aufsammeln hier. Was ist das denn hier? Jetzt hat da doch nicht wieder die Falschen jetzt hier. Zum Glück habe ich da noch nichts gebaut von. Ach, der nimmt die sowieso nicht. Okay. So, dann wollen wir mal in die, halt bevor wir wollen, machen wir natürlich erstmal hier noch. Da muss noch die richtige Wand rein. Die richtige Wandbreite, solange sie nicht gedrosselt ist natürlich. So. La 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 la. So, okay, dann mache ich hier weiter, weiter. Mist.
eigentlich hier? Nein! Okay, ich glaube, ich habe aber auch gar keine... Doch, da habe ich noch 48. Ach, Gott sei Dank. Save the day! Dann mache ich da nochmal was hin. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Dann sollten wir schon mal anfangen, uns zu überlegen, wie wir die Einrichtung machen am besten. So platzmäßig könnte das auf jeden Fall reichen, auch wenn mir hier Holz lieber gewesen wäre eigentlich. Hier wäre mir tatsächlich Holz lieber gewesen als Grundbaustein, aber naja. Also für eine Taverne finde ich das einfach klassischer sozusagen. So, und da oben könnte man ja wieder mit Treppen, pipapo, das müsste man dann ganz ein bisschen abrunden natürlich. Die Decke wieder mit Slabs behängen. La, 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 la. So, hier müsste eigentlich noch eine Wand rein. Und dazu muss ich leider dann doch da wieder ein bisschen abkneifen. Weißt du schon? Wie immer probiere ich hier gerade ein bisschen rum, ne? Weißt du ja. So, dann kann man hier nämlich auch in die Küche gucken oder aus der Küche gucken. Da ist dann so quasi so eine Schlitze zum Durchgucken. Das hier ist nicht sonderlich förderlich. Da bleibe ich mal bei dem hier. Und dann mache ich mal so oder lasse ich das raus. Dann sieht es aber so nach einem Kreuz aus. Soll es ja gar nicht. Vielleicht muss das ja auch gar nicht so mittig sein. Vielleicht mache ich das einfach anders. Pass mal auf. Moment, Moment, Moment. Pass auf, ich klopfe hier gerade ein bisschen die Wand raus. So, denn da kommt auch überall Kobbel hin. Das ist ja dann quasi die Rückwand. Und weil wir auch schon mal dabei sind, dass da oben nehmen wir natürlich auch ein bisschen weg. So. Ja, da habe ich Eisen übersehen, ich weiß, aber pff, ist mir gerade relativ wumpi-wumpe. So. Und dann gehe ich hier hoch und dann machen wir das gleiche nochmal hier. Dann haben wir zumindest die Rückwand schon mal eingefädelt und... So, ich glaube, hier mache ich dann einfach zu. So, zwei Augen in der Nacht sozusagen. Mehr ist das dann nicht. Eigentlich könnte ich die auch ein bisschen vorziehen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich überlege gerade, ne? Nicht, dass du denkst, ich bin hier gerade irgendwie in Wachkoma verfallen. Das passiert mir zwar sonst auch immer. So, genau gegenüber weiß ich noch nicht so genau, ob das eine gute Idee ist. So, la, 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 la. Moment, ich mache hier nochmal eine Fackel hin. Okay, jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz gucken. Dann muss ich doch mal ganz kurz in die Küche rein. Und das mache ich dann, glaube ich. Da kommt man dann hier raus am besten. So.
So, dann sollten wir ja eigentlich gleich auf unseren Gang stoßen. Da ist er schon. Der natürlich noch ein weiter... Ja, super. Klappt ja alles ganz famos. So, Moment. So, dann kommst du halt von da aus, kommst du auch in die Küche. Das ist zwar ein bisschen doof. So, und ich frage mich, wie das wohl ist, wenn ich von da hinten zum Beispiel... Warte mal. Wenn wir jetzt sagen, wir machen da hinten... So. Sieht eigentlich ganz cool aus. Nur eigentlich müssten wir diese Wand noch ein... Diese Wand hier müssten wir noch tatsächlich noch einen tiefer machen, damit das hier auch noch einigermaßen symmetrisch... Ach man, ey, das ist doof. Jetzt war die Wand schon fertig und dann müssen wir die doch noch einen versetzen. So, naja, ich mache dann erstmal den Boden hier und ach, das dauert so Ewigkeiten. Und wir haben noch keine Tische gestellt, wir haben noch gar nichts, wir wissen noch nicht mal, wo die Bar hinkommt und nix. Und die Bar wäre auch in der Kochnische, wäre die auch super gewesen eigentlich. So, mal gucken. Und je weiter das tief drin ist, desto schmieriger muss das Ganze natürlich werden. Okay, und wir haben keine Slabs mehr, scheiße. Wir haben so viel Krempel, aber nie das, was wir brauchen. Treppen haben wir auch nicht. Nee, natürlich nicht. Wäre ja schön, dann könnten wir hier mal ein bisschen Abwechslung machen. So, Kobbel, beziehungsweise, nee, Kobbel, bleib mal schön hier. Wir brauchen nämlich, ach, Treppen haben wir ja doch. Die sind nur alle da drin. Okay, pass auf, dann nehme ich die Treppen mit. Ach, Alter, ey, habe ich mir gerade mal am Bart gekratzt. So, Holz, nehme ich trotzdem vorsichtig mal mit. Das Eisen, lass ich mal bei dir, wa? So, da muss ich das nicht mit mir rumschleppen. Ach, was uns ja fehlt, ist... Ja. So, was uns fehlt, sind ja immer noch... Zack. Zack, huch. Wieso habe ich jetzt Eichenholzstufen gemacht? Ich wollte doch Kobbel. Oh Mann, manchmal bin ich so verpeilt. Da denke ich nicht nach. Mach das so alles automatisiert, so ein bisschen. Die kann ich ja mitnehmen, aber ich brauche auf jeden Fall noch Kobbel. 1, 2, 3. Da mache ich direkt 1, 2, 3. Zack. Jetzt habe ich eh wieder viel zu viele davon. Und keinen Platz mehr für die Kobbel. Doch. Nee, nicht für alle. Halt! Und um einen Slot frei zu machen, lasse ich lieber hier. So. Ich frage mich, ob der Typ da hinten, ob der Herr Dreck auch mal aus seiner Höhle rauskommt, frage ich mich. So, Alter. Das kommt dann raus. Alter, wieso ist das denn so warm hier drin, frage ich mich gerade. Also hier, wo ich gerade aufnehme, ist es furchtbar warm drin. Ich weiß gar nicht, warum. Ich stehe ja schon halben Hitzetod.